So, wir zentrieren uns in die Grundhaltung. Hüftbreit, parallel. Pendel dich ein. Richte dich auf. Lass Bai Hui aufsteigen. Spür die Längung der Wirbelsäule. Und dann lass mit der Ausatmung dein Becken sinken, hängen. Mit der Einatmung wächst du in den Himmel über die Aufrichtung der Wirbelsäule. Und aus, du löst deine Beingelenke. Der Druck unter den Fußsohlen vergrößert sich. Durch die Nase ein, du spürst, wie dein Atemraum sich von unten nach oben füllt, verbunden mit der Aufrichtung der Wirbelsäule. Und dann lässt du den Atem los und alle Anspannung in deinem Körper. Langsam, lang ausatmen. Atempause. Ein. Aufrichtung. In den Himmel wachsen. Und aus. Lösen. In die Wolken setzen. Wir wecken unsere Energie. Mit der Einatmung, wenn wir in den Himmel wachsen, steigen die Arme auf bis in Schulterhöhe. Aus, du lässt die Ellenbogen sinken, Handgelenke, Finger folgen. In den Himmel wachsen, in die Wolken setzen. Lang, dünn ausatmen und du spürst, wie die Spannungen schmelzen. Es entsteht ein Fließgefühl nach unten. Noch einmal. Wir vertiefen einmal die Stellungen, die wir in dem Daoyuan Qigong haben.
Und da haben wir ja gleich in der ersten Übung eine Stellung, in der wir tiefer sinken. Ja? Leg mal die Hände auf die Leiste, Handkante in die Leiste. Richte dich auf, streck die Beine fast vollständig. Und jetzt, ausgehend vom Becken, löst du die Beingelenke und bleibst aufgerichtet und sinkst so tief, bis die Spannung in den Knöcheln dir kein weiteres Absinken erlaubt. Und dabei spürst du, wieder in die Aufrichtung gehen mit der Einatmung, wie die Leisten schmelzen, sich zurückziehen, ja, ein wenig, und das Steißbein etwas mehr sich nach vorne bewegt. Ein, die Leisten werden wieder fest, und aus, die Leisten schmelzen. Jetzt nehmen wir die Arme dazu. Ein, haben wir diese Armhaltung, und aus, du lässt die Ellenbogen sinken und die Leisten schmelzen, bis du an diesem Punkt ankommst. In der Übung ist es jetzt so, dass Hand und Unterarm eine Gerade bilden und die Ellenbogen, in Hüftnähe sich befinden. Und jetzt steigen wir und dabei sinken die Arme ab. Wir machen es noch einmal oder zweimal, die Arme heben. In der Leiste schmelzen, tief sinken und die Ellenbogen bis zu den Hüften. Wieder aufsteigen und du spürst, wie die Spannung in den Knöcheln zunimmt. Du spürst, wie die Leisten schmelzen. Und du spürst, wie das Steißbein sich nach vorne bewegt. Der untere Rücken weitet sich. Einmal noch. Jetzt gehen wir einmal in die geschlossene Grundhaltung, die ja immer Ausgangspunkt ist, Ausgangsstellung unserer Übung. Und hier sinken wir jetzt in ein Bein. Ja, ist der gleiche Vorgang wie eben auf beiden Beinen. Ein Bein wird leer und das stellen wir aus. Rotieren die Arme, Innenrotation der Arme und eine Kopfdrehung nach links. Dann heben wir die Arme, steigen, führen sie nach vorne, Schulterhöhe und lassen Sie wie eben absinken. Steigen. Blick nach zur anderen Seite. In das rechte Bein sinken. Dabei werden die Arme nach vorne geführt. Der andere Fuß schließt auf. Und mit dem Steigen sinken die Arme. Zur anderen Seite, Blick und Rotation der Arme, steigen.
Noch einmal, links und rechts. Du bleibst aufgerichtet. Zwei Fische spielen im Wasser miteinander. Drehung des Schultergürtels, Rotation der Arme. Der Blickkopf dreht natürlich mit dem Schultergürtel mit. Dann drehen wir in die Gegenrichtung, verlagern das Gewicht ins linke Bein, Bogenschritt und mit dem Bogenschritt strecken wir den Arm schon etwas nach vorne und dann eine Kreisbewegung. Und zur anderen Seite bis in Hüfthöhe die Hände heben. Ich drehe mich nochmal in diese Richtung. Wir beginnen nach links. Innenrotation, die Armhaltung und Körperhaltung bleibt in dieser Position, während du zurückdrehst. Und dann sinkst du in dein rechtes Bein, während du die Fingerkuppen auf deinen Puls legst, Arm und Bein strecken sich nach schräg vorne, Belastung ins vordere Bein, ins hintere Bein, Handflächen liegen aufeinander, zurückziehen. Die obere Hand anschauen und drehen. Zur anderen Seite. Noch einmal nach links.
Und nochmal nach zur anderen Seite. Okay. Gibt es irgendeine Stelle, die wir vielleicht noch mal intensivieren sollten von diesem Gesamtablauf? Oder? Okay. Das alte Ross im Stall ruht sich aus, sammelt Kraft. Wir sinken in ein Bad. Stellen aus, Handflächen nach oben, genau. Die Arme steigen in Schulterhöhe, Ellenbogen zueinander, aufgerichtet bleiben und die Arme in einer Rotationsbewegung nach oben strecken. Die Arme sind durchlässig, schwingen nach hinten, kommen in diese Endposition. Handgelenke zum Unterarm gewinkelt, Blick nach links. Dann führen wir die Handrücken zueinander. Lassen die Hände aufsteigen bis zu den Fingerkuppen. Die lösen sich voneinander und diese Bewegung wird weitergeführt. Die Gewichtung zurück, das andere Bein. Schließen und steigen in die Grundposition. Ins linke Bein sinken mit der Rotation der Arme, ausstellen, steigen, Ellenbogen zueinander, Arme strecken, tief sinken, Handrücken zueinander, aufsteigen, Handflächen nach außen und angewinkelt und der Winkel der Hände löst sich mit der Verlagerung und dann sinken die Arme ab, während du steigst. Den Bogen spannen und schießen.
Die Hände werden zu den Hüftknochen geführt. Du sinkst wieder an ein Bein, streckst die Hände in diese Stellung, stellst aus und schiebst nach vorne, indem du steigst. Dann lenkst du die Arme, lockere Fäuste, drehen, den Bogen spannen, die Fäuste schließen sich, Ringefinger pressiert lang und dann auflösen, die Hände entspannen und also sie bleiben aber wie die Arme auch gestreckt. Entspannen meine ich nicht völlig, sondern in dieser Grundstruktur. Gleich weiter zur Hüfte. Mit dem Sinken stellen sich die Hände auf. Mit dem Steigen streckst du sie, dass sie lang werden, lockere Fäuste. Wir richten die Aufmerksamkeit nochmal auf die Beinarbeit. Ich drehe mich vielleicht in diese Richtung. Wir sinken ins rechte Bein. Das linke wird frei. Das linke Bein durch diesen Vorgang des Sinkens wirst du kürzer sozusagen und rollst die Fußsohle ab bis zum Ballen des linken Beines, stellst dann aus den Schritt, verlagerst dein Gewicht mittig und rotierst den Schultergürtel nach links. Wenn du das etwas schwungvoller machen würdest, spürst du, dass deine rechte Ferse sich lösen möchte vom Boden und du auf dem Ballen drehst den Fuß. Wenn du das so machst, hast du vielleicht ein etwas unangenehmes Spannungsgefühl in den Knien, weil dein ganzer Körper eben über die Struktur des Knies hinweg dreht. Und dem begegnest du, indem du wieder in der Leiste schmilzt, sodass sich das Knie sogar ein wenig nach vorne schiebt, in Richtung Fußspitze. Ja, also wir sinken ins linke Bein mit dieser Drehung. Mach das ein paar Mal, indem du dich darauf konzentrierst, ins linke Bein zu sinken. Das rechte Bein wird ja leerer und der Fuß dreht mit Druck des Ballens auf den Boden. Noch einmal mal wieder zurück und Schultergürtel rotieren lassen und Leiste schmelzen lassen. Dann auch zur anderen Seite. Leiste schmilzt, Schulter rotieren und in Folge dreht der hintere Fuß auf dem Ballen. Wiederhol das für dich mehrfach und ganz bewusst. Genau. Und jetzt nehmen wir
die Arme mit in die Bewegung hinein, nach links vielleicht mal beginnend. Die Hände, Arme sind locker gestreckt und du sinkst ins linke Bein und der Ringefinger schaut, drückt jetzt auf Long und du ziehst die rechte Hand von der linken Brust zur rechten. Dann löst du die Spannung in den Händen auf, drehst zurück. Da passiert das Umgekehrte. Natürlich, der hintere Fuß dreht auch entsprechend auf den Ballen wieder zurück. Und dann bist du mittig belastet wieder. Auch noch einmal zur anderen Seite. Und jetzt machen wir die Übung noch zu jeder Seite einmal. Hände zu den Hüften sinken. Lioba, du bist jetzt eingefroren sozusagen. Ah, jetzt. Gut. Du bewegst dich wieder. Das ist erfreulich. Sich biegen und die Stiefel entstauben. Ändern die Hüften. Geht's? Ja, okay. Der linke Arm sinkt und macht eine Innenrotation und die Schultern drehen mit. Dann steigt der Arm auf, rotiert in die Gegenrichtung und die Schultern ebenfalls. Dann sinkt die Hand an die Seite des Körpers und streicht am Körper entlang, seitlich, fast Hinterseite der Beine nach unten. Du streichst über den Fußrücken. Und mit Berührung der Faust am Bein wieder in die Ausgangsposition. Und zur anderen Seite. Schulterrotation und Armrotation. Wenn die Schultern zurückdrehen, dreht auch der Arm. Leicht und locker, beug dich so weit vor, wie es dir
möglich ist, problemlos. Einmal noch zu jeder Seite. Und entspannt. Wir schütteln mal die Arme ganz intensiv. Lassen auch die Schultern hüpfen. Aus den Beinen heraus. Die Arme heben und die Handgelenke schütteln, drehend vor und zurück, wie winken, Schultern entspannen, die Arme fallen lassen, die Skischwinge. Nachspüren. Und dann lass uns nochmal den Ball prellen. Ruhig, etwas zügiger, sodass es sich auch in den Beinen leicht anfühlt. Dass du wirklich entspannen kannst. Immer wieder an der Leiste schmelzen. Und natürlich auch im Knie-Knöchel-Gelenk weich werden. Spür mal deinen Atem. Lass ihn immer wieder lang ausströmen. Noch zweimal.
Das Nashorn dreht sich und schaut zum Mond. Von der Beinarbeit her ist uns das schon bekannt. Das ist das Gleiche, der gleiche Schritt, die gleiche Bewegung, die wir auch eben schon beim Bogenspannen und Schießen gemacht haben. Ja, genau. Es ist auch immer wieder das Sinken nach unten. Ja? Nicht so sehr da nach vorne drehen, sondern ein, wenn man das mal vom Bauchnabel aussieht, der sinkt zur Innenkante des Fußes. Da geht es hinein. Zur anderen Seite auch mal. Nimm mal so die Hände mit zur Hilfe. Vom Bauchnabel aus, mit der Drehung, runter zur Leiste und dann zur Fußmitte, übers Knie zur Fußmitte. Da sinken wir hinein. Von etwas übertrieben, von oben, dort hinein. Ja. Die Drehung entsteht durch diese Sinkbewegung. Wir haben nicht die Idee, die Hüfte zu drehen, sondern durch diese Sinkbewegung zur Fußmitte hin geschieht die Drehung. Der Bauchnabel oder die Körpermitte zeigt zum Knie. Die Verlängerung dann ist zum Knie. Nicht über das Knie hinausgedreht seitlich, sondern zum Knie. Und dann kann der Schultergürtel noch etwas weiter rotieren. Und die Bewegung des Nashorns von der Hüfte ausgehend lassen wir die Arme wieder sinken. Es geschieht wieder eine Spannung in den Handgelenken und ein leichtes nach hinten Schieben. Jetzt sage ich es mal von der Seite nochmal, nur sinken lassen, strecken und nach hinten. Mach mal diese Handbewegung. Ja. Okay. Zurück. Wieder einmal sinken bis dahin. Und jetzt heben wir die Arme wir heben die Arme und kommen in diese Endposition. Dann führen wir die Handflächen zueinander, lassen die Arme ein wenig sinken, bis in Schulterhöhe. Dann sind die Handflächen oben, drehen sie Handflächen nach unten und lassen sie absinken. Wieder zur Hüfte. Nach hinten. Und während wir jetzt die Arme nach vorne führen, machen die Hände in etwa so eine Bewegung. Eine schwingende, das Handgelenk wird ist in der jeweils anderen Richtung gebeugt. Ja. Und
oben kommen wir dann so an. Zeigefinger sind zueinander und Daumen sind zueinander gerichtet und wir haben eine 80-prozentige Spannung in Händen und Armen. Vielleicht noch einmal nur die Arme sinken lassen nach hinten und wenn sie nach vorne oben schwingen, bist du locker in den Handgelenken, um in diese Position zu kommen. Dann drehst du die Handflächen zueinander, die Handflächen zueinander, lässt die Arme sinken, Handflächen in Schulterhöhe finden sich dann oben, drehen und absinken lassen. Und jetzt noch einmal. Und jetzt mit einer Schulterrotation. Der Beginn ist wieder Arme sinken lassen, etwas nach hinten führen. Und während du sie hebst, drehst du den Schultergürtel. Schaust durch dieses Tigermaul, durch deine Hände hindurch in den Himmel. Während du zurückdrehst, drehen sich die Handflächen zueinander. Du kommst dann in Schulterhöhe an und drehst die Handflächen nach unten und lässt die Hände absinken. Auch nochmal zur anderen Seite. Arme leicht nach hinten. Handgelenke werden weich. Du drehst und hebst die Arme in die Position, drehst zurück. Handflächen sind oben und absinken lassen. Vielleicht besser so rum. Hände sind an den Hüften, wir beginnen nach links. Ins rechte Bein sinken, während du die Arme nach hinten ausrichtest. Du machst den Schritt und gewichtest nach links. Dabei lockern sich schon deine Handgelenke und dann sinkst du ins linke Bein und hebst die Arme und drehst den Schultergürtel. Dann drehst du zurück. Nach hinten führen, genau, ausstellen. Dabei fangen schon an, die Handgelenke sich zu lockern. Und du sinkst weiter ins rechte Bein und die Arme schwingen nach oben und zurückdrehen. Und nochmal zur anderen Seite.
Okay. Wir laufen einmal die Übung durch. Aus der Grundhaltung. Der Start ins Leben. Zwei Fische spielen im Wasser. Das alte Ross ruht im Stall. Den Bogen spannen und schießen. Sich biegen und die Stiefel entstauben.
Das Nashorn genießt den Mond. Nach hinten ein wenig. Ausstellen. Mittige Verlagerung, die Handgelenke entspannen und ins linke Bein sinken. Zurück. Noch ein bisschen langsamer, genau, umstellen. Noch einmal, verlangsamt, ins rechte Bein sinken. Armrotation nach hinten raus. Während du mittig belastest, entspannst du die Handgelenke. Dann sinkst du ins linke Bein. Und die Handgelenke führen jetzt die Bewegung. Die Handgelenkoberseiten führen die Bewegung. Wenn du zurückdrehst, spürst du als erstes, wie du auf dem Ballen des rechten Fußes drehst, dann die Gewichtung. Und noch einmal zur anderen Seite. Wir schöpfen die Energie von außen nach innen. Auch hier Rotation der Arme, Außenrotation und wieder schließen. Leichte Innenrotation. Und dann bewahren wir die Energie. Atmen in unseren Bauch hinein, spüren, wie die Bauchdecke sich hebt und senkt. Kiefer entspannt, Zungenspitze liegt am Gaumen. Du stellst dir vor, dass der Atem in deinen Energieball hineinströmt. Spürst, wie der Atem kühl durch die Nase einströmt. Und warm wieder aus. Mit der Ausatmung durchströmt die Energie deinen ganzen Körper. Ein, die Energie der Atemluft verbindet sich mit der Energie deines Dantians. Und füllt dann deinen Körper bis in die letzten Zellen hinein.
ein warmer Energiestrom. Dann atmen wir tief ein, öffnen die Augen, das freudige Haha, lächeln breit und entspannen. Spannen, breit lächeln, Augen weit öffnen. Und ganz tief und ha! Ha!